Die nächste Frage. Was ist der Werbewert von beispielsweise 15 Sekunden Beitrag vor der Millionenshow von Günter Jauch? Wenn ich eine Fernsehannonce mache, was wäre der Werbewert? Von 15 Sekunden. Ja, oder 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Was kostet das ungefähr? 50.000. Was? 80.000. Was kostet dasselbe bei, auf CNN? Da gibt's keinen Günter Jauch. Nein, aber nicht bei Günter Jauch, sondern beispielsweise auf CNN zu den Hauptnews. Wer, wo Trump wieder irgendeine Show macht oder was? Was kostet das auf CNN? 200. Nicht mehr? Vielleicht sogar 500.000. Je nachdem. Und vielleicht noch eine Frage. Wer von euch findet, dass Mississippi, Iowa und Montana sehr fortschrittliche Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sind? Oder sein Plätze, wo der Fortschritt ist? Ich. Ja? Ja. Montana? Total. Hannah Montana und der ganze Kram. Und? Das waren Trends. Und auch. Auch Werbeminuten. Und Mississippi? Auch sowieso. Okay, immerhin einer. Wer findet, dass ein Bestattungsunternehmen, ein Zahnarzt und ein Tierarzt, ein Notar, nehmen wir es mal, sehr fortschrittliche Branchen sind? Das sind das fortschrittliche Branchen, also ein Bestattungsunternehmen, oder also ist das so, was wie Netflix oder Spotify, wo richtig jetzt, oder Tesla, wo jetzt der richtige Fortschritt gemacht wird? Nein, auch nicht so wirklich. Okay, vielleicht. Was, das erste Mal, wer von euch kennt, hat schon mal das Video gesehen über die Holländer? Ja? Soll ich euch mal kurz ein paar Takte vorstellen? Nicht über die Katze, ich mag keine Katzenvideos. Ich mag auch keine Katzenzungen. Deswegen bin ich nicht auf Snapchat. Die Holländer kenne ich mich aus, da fahre ich auf der Autobahn und weiß ich Bescheid, da brauche ich kein Video. Nein, ich möchte was anderes zeigen. In Holland war ich auch schon auf der Autobahn und ich habe viel Strafe gezahlt. 850 Euro für zu schnell fahren. Aber ich bin jemand, ich fahre gern schnell. Das ist das Problem. Aber vielleicht, um noch einmal auf was anderes zurückzukommen. Vielleicht haben einige von euch ja über Holland das schon gehört. Wer von euch kennt das? Okay, ein paar. Darf ich vielleicht noch kurz dich bitten, hier die Anzahl da vorzulesen? Da brauche ich meinen Brühen. Anzahl, wo? Da steht, was da an Aufrufen ist. Ist es weg? Nein. Und jetzt hat es mir einfach ganz geil. So. Ja. Und nochmal laden. So ist halt, wenn Laien irgendwo mit sowas umgeht. Das ist die moderne Welt. So. Deswegen ist ein gescheites Buch wie deines manchmal eine gute Sache. Ne? Ja, ich halte es jetzt noch einmal. Ich halte es einfach. Einfach schon. Okay, lass mal gucken. Wo steht's? Da oben. Oh. 50.691.020. Ist das die komplette Zahl? Das ist auf Facebook. Dazu kommen noch etwa 15 Millionen Aufrufe auf YouTube und allen möglichen anderen. Das heißt, solche Videos haben ungefähr 100 Millionen Aufrufe. Und in diesem Video wurden beispielsweise auch ein Ponypark beworben. Oder also eine Miniaturwelt. Und da sehen plötzlich mehr Menschen als die deutsche Bevölkerung, deutschsprachige Bevölkerung gibt. Und das ist moderne Werbung. Und das ist auch das, was das Fernsehen in seinen Existenzen de facto bedroht. Weil was wir heute haben, ist folgende Situation. In der Vergangenheit, noch vor 5 oder 6 Jahren, wie ich mein erstes Buch herausgebracht habe, war so, da waren die klassischen Medien haben noch ein Monopol gehabt. Wenn man irgendwas wissen präsentieren wollte, musste man nicht zum Journalisten sein, in das Skoda kratzen, brav Annoncen schalten, weil sonst hat der Journalist was Schlechtes geschrieben oder gar nicht. Das nennt sich Informationsmonopol. Damals gab es nicht keine anderen Möglichkeiten, als Informationen über ein Buch oder über ein anderes Produkt an die Öffentlichkeit zu bringen. Heute haben wir von meinem Buch schon mal 12.000 verkauft und Amazon Bestseller geworden, bevor auch der erste Journalist darüber berichtet hat. Und man merkt bereits auch
in der Interaktion zwischen den Journalisten und den Produktanbietern, dass sich was ändert. Ich habe schon mehrere Zeitungen bei mir gehabt, wo ich deren Reichweite mit meiner verglichen habe, obwohl ich das erst seit 2,5 Jahren mache und eigentlich sowas nie gelernt habe. Und in 5 Jahren von heute werden die klassischen Kanäle Zeitung, Fernsehen, also ARD, RTL und so weiter zwar noch existieren und ein gewisses Minderheitenprogramm haben, aber von Zeiten der Macht und des Einflusses, wo Bundeskanzler eines Landes einen Antrittsbesuch beim Zeitungschef machen, diese Zeiten werden für immer vorbei sein, weil das Informationsmonopol fällt. Und das bedeutet, dass eure Welt eine ganz andere sein wird. Wenn ich will, kann ich heute jetzt über den Chat sofort auf Instagram einen Live-Chat machen. Und es sehen alle, was ich hier rede, und das können alle bereits kommentieren. Und im nächsten Schritt werden wir in die virtuelle Welt gehen, wo die Leute noch Brillen aufhaben werden und die auch mit dem Fernsehen konkurrieren werden und die Methoden des Online-Marketings noch einmal verändern. Aber es ist auch nur ein kleiner Teil, weil die klassischen Medien sind einer der ersten, die von der digitalen Revolution betroffen sind. Ich habe am Anfang erwähnt, ich habe bei einer Konferenz getroffen, einen Bestattungsunternehmer aus Montana, einen Notar aus Iowa und einen Tierarzt aus Mississippi. Und ich habe eine simple Frage an euch. Wie viel Prozent ihres Umsatzes haben diese drei Leute online gemacht? Wie viel? Null, habe ich gehört. Was noch? Na, wie viel Prozent? 10 Millionen ist eine Zahl. Wie viel Prozent ihres Umsatzes haben diese Leute online gemacht? Ein Bestattungsunternehmer aus Montana, ein Notar aus Iowa und ein Tierarzt aus Mississippi. Wie viel? Wie viel Prozent ihres Umsatzes online? 0,01. 0,01? Wer bindet mehr? Ich sag 80. Wer sagt 80? Ich sag 80. Ja, du bist sogar relativ nahe. Der Notar aus Iowa ist sogar der Reichste runter, nur mit 79%. Der Bestattungsunternehmer aus Mississippi, sage nicht aus Mississippi, aus Montana, hat schon 86%. Und der Beste war der Tierarzt aus Mississippi. Weil Mississippi ist ein Staat, wo alle Leute gerne dick sind. Also das ist so klassisches Trampland. Ja, da verkaufen sich XXL Pickup Trucks in Mississippi. Triple Whopper und Quadruple Whopper Burgers, die vor Fett triefen. Ja, das ist das, Hochsaison feiert das. Ja. Und natürlich, der Gouverneur wiegt 170 Kilo und der Parlamentspräsident wiegt, glaube ich, 150 Kilo. Und der Gouverneur hat zum Parlamentspräsidenten gesagt, losing weight is so tough. Und der Tierarzt hat Folgendes erkannt. Nicht nur die Menschen sind so dick, sondern auch die Hunde. Normalerweise, wenn ich einem Hund ein Stück Leberkäse reiche, was da draußen gelegen ist, macht der Hund eines, er läuft zum Leberkäse und sagt, versucht es zu essen, so wie unsere Bürohunde. Wenn ich mal ein Stück Fleisch oder Wurst hinhalte, kommen alle her und wollen fressen. Aber die manche Hunde sind so dick, dass sie nicht mehr laufen können, dass sie ihren Bauch so am Boden ziehen, dass sie der natürliche Instinkte, dem Fressen nachzulaufen, verlernt haben. Und der Tierarzt hat dann Folgendes gemacht, hat auf Social Media und auch mit bewegtem Bild eine Laufbahn gebaut, wo er den Hunden wieder laufen kann, mit dem Titel I make your dog fit. Ganz einfach. Dass er der dicke Hund wieder lernt, dem Fleisch nachzulaufen, dem Ball. Und das hat am Ende dazu geführt, dass der liebe Tierarzt 96% seines Umsatzes online gemacht hat. Am Anfang hat er gehabt $50 pro Sitzung, weil Mississippi ist nicht gerade reich. Und nachher hat er verlangt $1000 pro Sitzung, nachdem er berühmt wurde, auch über Bewegtbilder und Videos. Hat 9 Assistenztierärzte und die Leute kommen aus San Francisco, aus Los Angeles, aus New York und sogar aus London her, um ihre dicken, fetten Tiere wieder das Laufen beizubringen. Gibt es auch welche für Ehepartner? Nein, das hat doch nicht, weil da ist immer die Gefahr der Scheidung zu groß. Und in Amerika muss man sich ja durchaus auch Haftungsrisiken bewusst sein, wenn man die Scheidung herbeiführt. Er muss ja selbst da unterschreiben, dass der Hund theoretisch, wenn er bereits zu dick ist und zu schnell läuft, dass er sterben kann an einem Herzinfarkt. Gibt es einen langen amerikanischen Disclaimer. Aber um nochmal zurückzukehren, das was heute... Was ich jetzt hier gezeigt habe, vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Ich würde jetzt ja sagen, dass Gran Canaria
besonders fortschrittlich ist. Wenn man dann essen geht, ist das so eine natürliche Sache. Was, wenn man auf Urlaub fährt, Gran Canaria, das Wetter schön, und man geht dort essen. Jetzt habe ich ein Restaurant gesucht. Was habe ich gemacht? Was? Gegoogelt. Ich habe auf Google eingegeben Restaurant. Oder Sterne-Restaurant. Kann ich die Restaurants, die ich nicht finde, was passiert mit denen? Kann ich deren Kunde sein? Und wenn ich jetzt beispielsweise das Restaurant ganz schlechte Bewertungen hat, werde ich dorthin gehen? Und wenn ich keine Telefonnummer habe, wo ich anrufen kann, ob ich nicht umsonst hinfahre und keine Öffnungszeit habe, werde ich dorthin gehen? Das heißt, plötzlich ein Restaurant auf Gran Canaria, in den Bergen von Gran Canaria, wo wirklich die Welt zu Ende ist, ja, wenn das die New Economy nicht versteht, wird es kein Geschäft mehr machen, es werden keine Touristen mehr kommen. Und das, was der Punkt ist, dass diese digitale Revolution, auch wenn es heute auf der Bühne noch nicht jeder ganz, nehmen wir es mal, akzeptiert hat, um es gelinde gesagt zu haben, jede Branche und jeden Job verändern wird. Und diese Veränderungen werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren im deutschsprachigen Raum beginnen. Egal, ob Sie heute Universitätsprofessor seid oder Schornsteinfeger, egal, ob ihr Investmentbanker seid oder Rechtsanwalt. Wer sich nicht mit der digitalen Ökonomie auseinandersetzt, wer diese Trends verschläft, der wird wirtschaftlich völligst unter die Räder kommen. Und wer sie versteht, wird zu einem Oligopol oder teilweise sogar Monopol gehören, was wesentlich mehr verdient als bisher, weil am Ende das Internet nach einem simplen Geschäftsprinzip funktioniert. Und auch das möchte ich euch kurz erklären anhand eines Beispiels. Darf es politisch inkorrekt sein oder soll es politisch korrekt sein? Wer möchte politisch korrekt, wie die EU-Parlamentsabgeordnete? Wer möchte politisch inkorrekt haben? Okay, ich habe, glaube ich, eine klare demokratische Mehrheit gefunden, ohne die Wahl zu manipulieren, ohne Facebook-Algorithmen zu verwenden, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Also stelle ich folgende Frage. Und ich würde euch gleich bitten, euch eine hypothetische Welt zu begeben, in die Welt der Virtual Reality. Weil ich bin mir sicher, niemand von euch hat das Problem gehabt, was viele Menschen haben. Es ist der größte Markt im Internet, nämlich die Tatsache, dass viele Leute am Abend notgeil sind und einen sexuellen Trieb haben. Ich bin mir sicher, niemand von euch hatte jemals das Problem oder wird auch in Zukunft das Problem haben. Deswegen rede ich über eine rein fiktive virtuelle Welt, in die man sicher auch in Zukunft bald beamen wird können. Und in dieser fiktiven virtuellen Welt habt ihr 2 Plattformen zur Auswahl. Eine heißt iwanttohavesex.com und hat 7 Millionen Zielobjekte. Und die zweite heißt iwillhavesex.com und hat 10 Millionen Zielobjekte. Wer ist bereit, auf die erste Plattform mit 7 Millionen Zielobjekten zu gehen? Ich sehe nichts. Wer ist bereit, auf die mit 10 Millionen Zielobjekten zu gehen? Wer würde hypothetisch auf die mit 10 Millionen Zielobjekten gehen? Okay, so wie das 1 zu 5, 1 zu 7 oder so. An den meisten Unis, wo ich Vorträge halte, ist das Verhältnis immer 1 zu 10 bis 1 zu 20. Aber jetzt gehen wir zum ökonomischen Teil. Die Plattform, die 10 Millionen Zielobjekte hat, wie viel mehr Zielobjekte hat sie als die mit 10 Millionen? 3. Was? Wie viel Prozent mehr? Prozent. Ja? 30. Nein, 42 Prozent circa. 10 durch 7. Ach so. Nächste Frage. Wie viel mehr Umsatz wird diese Plattform machen? Wie viel mehr Umsatz wird die Plattform machen, wenn sie 10-mal oder 7-mal so viele Besucher hat? Wie hoch wird der Werbewert höher sein? Ungefähr 7-mal so hoch, wenn sie 7-mal so viele Benutzer hat? Oder Besucher? 7-mal. Was? 7-mal so. 7-mal so hoch, ja. Das heißt, sie wird auch 7-mal so viel vielleicht für die Werbung verkaufen können. Oder VIP-Mitgliedschaften, dass sich die Leute ihre Zielobjekte schneller und bequemer ansehen können. Das heißt, sie wird vermutlich 7-mal so viel Umsatz machen. Also heißt, 42% mehr Mitglieder oder Zielobjekte bedeutet 7-mal mehr Umsatz. Jetzt eine nächste Frage. Um wie viel mehr wird die Plattform mit 10 Millionen Zielobjekten wert sein, also um wie vielfache wird der Firmenwert höher sein, als der mit 10 Millionen? Um das wievielfache? Wie kommen wir auf Doppelte? Ich schätze keinen Fehler.
Würde man die meisten Antworten paradoxerweise, wenn sie das Sinnfache einen Umsatz machen und das Sinnfache einen Werbewert haben, das Sinnfache. Nur diese Antwort ist gröblichst falsch. Noch viel mehr womöglich. Weil das Problem ist, in der klassischen Ökonomie habe ich, wenn ich angenommen, ich will heute 20 Mal irgendwo einen Film drehen, brauche ich dann nicht auch 20 Fernsehteams? Und kosten die nicht 20 Mal so viel, wenn ich 20 Filmteams brauche, 20 Kameras, 20 Belichtungsausstattungen, 20 Kamerawegen? Wenn ich heute in der New Economy 20 Mal so viele oder 10 Mal so viele Zielobjekte habe, habe ich dann auch 10 Mal so viele Kosten? Das nennt sich Skalierbarkeit eines Geschäftsmodells. Und diese Kombination aus Winner Takes It All, nämlich dass der größte, beste, der mit der besten Technologie, der größten Reichweite, einen weitaus größten Teil des Kuchens hat, kombiniert mit skalierbaren Geschäftsmodellen, bedeutet, dass der größte Marktteilnehmer oder der an der Führung ist, wenn er keine großen Fehler macht, am Ende ein Monopol oder ein Oligopol schafft. Nämlich Winner Takes It All hoch Winner Takes It All oder sogar ein Multi-Oligopol, wie beispielsweise Firmen wie Amazon, Google, Facebook und so weiter. Das sind heute keine Einfach-Monopole mehr, sondern sogar Multimonopole. Und der Unterschied ist, wenn man sagt, ja, das ist ja Amazon und Netflix und das sind halt so amerikanische Konzerne, mag das richtig sein. Aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird das eben, wie gesagt, jede Branche betreffen, auch hierzulande. Jeden Wirtschaftsprüfer, jeden Rechtsanwalt, jeden Universitätslehrer und jedes Restaurant. Wenn man keine Online-Präsenz hat oder eine Online-Präsenz, die ins Technische Museum gehört, wenn man Online-Marketing nicht versteht, wenn man keine Technologien anwenden kann und nicht versteht, wie die digitale Elite funktioniert, dann kommt man einfach wirtschaftlich unter die Räder und auch gesellschaftlich. Vielleicht eine Frage noch. Ihr habt beispielsweise eine Firma und wollt euch im Online- oder zukünftigen Marketing beraten lassen. Ihr habt 3 Leute zur Auswahl. Den besten McKinsey-Berater für Marketing, einen Universitätsprofessor für Marketing von einer deutschen Elite-Uni und einen 18-jährigen grasrauchenden Hacker, der Virtual Reality programmieren kann und schon in der Schule mit 14 sich in die Schule hineingehackt hat und alle Noten verändert hat. Wen würde er als Berater nehmen? Wer würde sagen, den letzten? Den Hacker? Wer würde den Universitätsprofessor nehmen? Ja? Und wer würde den McKinsey-Berater nehmen? Niemand. Also ich glaube, es zeigt euch, wohin sich die Welt entwickelt. Es werden sich nicht nur wirtschaftliche Veränderungen ergeben, die sehr drastisch sein werden und den Mittelstand de facto zerstören werden. Es wird auch das gesellschaftliche Establishment völlig auf den Kopf gestellt. Die Leute, die in der Vergangenheit Eliten waren, Geld- und Informationsmonopole hatten, werden unbedeutend. Und Leute, die teilweise noch nie in keine Gruppe hineingelassen werden, weil sie noch so Babyface sind, die werden am Ende unsere Wirtschaft nachhaltig steuern, auch unsere Gesellschaft und Politik nachhaltig steuern. Ja, aber glaubst du nicht, dass es vielleicht doch noch eine Gegenbewegung gibt? Das klingt doch alles viel zu einfach. Ob sie nicht doch mal... Es wird eine Gegenbewegung geben, oder ist zu schwach. Nein! Das ist eine. Aber vielleicht noch zum Abschluss eines. Die New Economy hat viele positive Seiten. Und sie hat vor allem eines richtig Positives, dass die New Economy bürokratische, archaische, kaputte Strukturen im Gesundheitswesen, im Ausbildungswesen, im Finanzwesen, wo Leute Zettel von A nach B schieben und dafür viel Geld kriegen, ja? Im Versicherungswesen, in vielen anderen Branchen, dass die New Economy diese Dinge aufbricht und zerstört. Und das ist natürlich eine gewaltige Chance, dass wer heute unternehmerisch aktiv ist, wer heute Visionär ist, und wer heute Gas gibt, der hat richtig die Chance, was Geiles zu machen. Und ich kann euch nur eines sagen, macht 2 Dinge. Nummer 1, habt ihr eine langfristige unternehmerische Version und gleichzeitig eine solide wirtschaftliche Gebarung wie eine schwäbische Hausfrau. Und wenn ihr beides zusammen kombiniert und richtig Gas gibt, dann habt ihr die Chance, in den nächsten paar Jahren richtig was Geiles zu machen. Und das ist, was ich euch von wünsche. Das ist das, was ich euch wünsche, dass ihr den nächsten Jahr nicht nur Gas gebt, sondern absolutes Vollgas und die ganzen bürokratischen Affen richtig in den Arsch tretet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch sehr, sehr, sehr viel Erfolg in der New Economy. Alles Gute!